Hübschen, Hübschen. Ich wollte jetzt mal ein Video machen. Also ich wollte mal keinen Vlog oder sonst was machen. Sowieso nicht, ey Leute. Langsam geht's. Ich habe nämlich gerade so einen Spaß in meinem kreativen Chaos. Naja, ich bin ja eigentlich auch fleißig, ich bin ja weitergekommen. Aber in meine Zukunft, also in der Zukunft, also nicht in der Zukunft, sondern überhaupt. In meiner, Entschuldigung, dass ich das Kamerachen so benutze und hier gerade irgendwie alles runterschmeiße mit meinem Feuerzeug und so. Ach, mein Hund ist auch am Jaulen. Bist du bald fertig? So. So, ich könnte das auch tiefer packen und dann könnte ich mich irgendwo hinsetzen und dann euch was erzählen. Aber in meiner neuen Wohnung, da stelle ich mir das so vor, dass ich eine, ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich ein Regal mache und dann davor einen Vorhang, ja, mit den ganzen Büchern, die ich so habe, ne, weil das muss ja auch ein Platz, da muss ja irgendwo Platz sein. So, oder ich bin ja schon am rumtüftel in meinem Kopf, wie ich mir das vorstelle. So, oder ob ich mir da so dicke, fette Schränke hinstelle und dann, dass man dann die Tür zumachen kann und dass da Bücher sind. Also, dass da alle Bücher drin sind, die ich so noch habe und ich noch haben möchte und die eine oder andere noch lesen werde oder gelesen habe oder die anderen verschenke. Ich weiß gar nicht. Ich meine, hallo, Checo, es ist und nicht mal 18 Uhr, oder? Wir haben 16.59 Uhr. Es gibt auch kein Futter. So. Um 18 Uhr gibt es mich immer was zum Abendessen bei uns. So. Oh, also ich meine, ich habe ja hier schon so einen komischen Schrank da stehen. Da, ne? Also ich meine, das ist ja auch, das sieht ja auch ein bisschen blöd aus. Ich meine, und Regale, naja, und dann dieses Ding da runter machen. Dann kann man machen, wie man möchte. Und aber ich habe mir vorgenommen, in meine Zukunft, in meiner anderen Wohnung nicht mehr so viele Kisten oben irgendwo drüber stehen zu haben. Aber da ich ja nur 100 Kisten besitzen werde in Zukunft, weiß ich noch nicht genau, wie ich das so einrichten werde. Aber ist egal. Ich meine, ich find's hier gemütlich. Leute, mein Gott, du musst doch nicht hier wohnen, ey, Mann, ey, Leute. Das ist auch so eine Sache. Das habe ich, also das war so eine, nicht nur so eine Sache, sondern ich habe in den letzten Jahren in vielen Haushalten gearbeitet. Wie soll man das sagen? In vielen Haushalten gearbeitet. Mein Gott, nee. Und in verschiedenen Familien. Also, ob alleinerziehend, ob reich, arm, keine Ahnung. Reich kann man nicht sehen. Ich war nicht hier in Königin der Elisabeth oder so. Da habe ich mich nicht beworben, Leute. Oder bei den Geistern war ich auch nicht, aber ist egal. Jeko, gehst du jetzt ab da auch und leg dich da hin. Leitung, Mutter! Jeko, jetzt komm hier, leg dich da hin. Jetzt sei mal ruhig. Und leg dich da hin und bleib liegen. Mein Gott, mein Hund. Diese kleine Junge hier. Der will ja kuscheln, kuscheln. Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, ich kuschel mein Hund. So. Also, ich wollte eigentlich erzählen, dass ich in vielen Haushalten war. So. Ich war im Messi-Haushalt, ich war im Dreckstall, kann ich mal sagen. Oder irgendwie so. Man kann es nicht sehen, wie man möchte, Leute. Ich habe einfach den Müll und sonst was habe ich gar nicht mehr gesehen. Und den Dreck sowieso nicht bei den Leuten. Also ich meine, ich habe nur den Menschen gesehen. Ich sehe immer den Menschen. Ich sehe immer den ganzen Menschen. Mein Gott, das ist doch deren Sache, wie die wohnen und wie die leben. Ob es denn stinkt oder nicht. Ich meine, stinken tut sowieso nicht, weil es riecht dann. Für mich riecht es und es stinkt nicht. So. Und hier riecht sowieso auch nicht. Es stinkt auch nicht. Ich meine, es gibt ja Gott sei Dank kein Riech-YouTube-Kanal und kein Riech-Fernsehen. Weil sonst würde... Ach nee, wenn man sich das so vorstellt, Leute. Bei so einem Mord oder so im Fernsehen, ne? Und das riecht man dann. Oder in so eine Pathologie. So zum Beispiel Tatort, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Da kommen auch Gerüche hoch. Oder, ich meine, nicht nur Leichengerüche. Leichengerüche. Sondern, wenn man Kotze riecht oder offene... Richtig offene, tiefe Wunden. Die riechen auch. Aber eigentlich, ich meine, ich habe eine gute Nase, aber ich meine, jetzt zur Zeit riecht es so, wie es halt riecht zu Hause. Normal. Und ich hoffe, bei euch riecht es auch normal. Außer ihr wart gerade auf dem Pott und habt ein großes Geschäft gemacht, verrichtet. Genau, das ist das Gleiche. Die Hunde und die Tiere, genauso wie Katzen. Ich meine, wer Katzen hat zu Hause?
Der hat bestimmt auch ein Katzenklo. Ich meine, wenn man eine Hauskatze hat. Wenn die Katze natürlich auch noch draußen geht, ist das ja gar kein Problem. Dann habt ihr ein schönes Feld. Ich meine, nicht ein schönes Feld, sondern vielleicht ein Haus, sondern oder ein Hof. Ne? Man so ein schönes, ich sag mal, wie heißt es nochmal? Bauernhof. Ne? Dann ist es ja auch ganz was anderes. Da hat man auch Bauernhofgerüche. Da sagen auch andere da, boah, stinkt das hier nach Schwein oder so. Leute, es riecht. Es ist total, es riecht. Riecht alles, es ist total, es riecht. Für mich riecht das. Und es ist ein schöner Duft. Genauso wie zurzeit riechen die Bäume. Ich rieche die Bäume, die Wiesen, wenn die schön frisch gemäht sind. Ich rieche schöne Blumen. Was riecht man denn sonst noch? Pollen. Oder was weiß ich. Nee, Pollen riecht. Kann man Pollen, kann man die Pollen riechen? Die Pollen sind ja auch Blüten, oder? Ich diskutiere mal wieder mit mir selbst, weil ich nicht genau mehr weiß, was die Pollen eigentlich sind. Blüten, ne? Oder? Auf jeden Fall ist ja Frühling ausgebrochen. Bei mir zumindest sowieso. Zurzeit ist aber leider die Sonne ein bisschen weg. Ja, die Sonne ist, hat sich ein bisschen hinter den Wolken versteckt. Und da kann ich euch auch sagen, ich habe mir das Wetter gewünscht. Ich habe mir nämlich gedacht, in den letzten Tagen, wo ich draußen war, ist es mir zu heiß. Und dann habe ich die Felder angeguckt und so und habe mir gedacht, und die Bäume. Ich glaube, ihr braucht demnächst mal wieder Wasser. Also bestelle ich jetzt mal Regen. So. Aber eigentlich nur Regen und kein Unwetter oder irgendwelchen Sturm. Ich habe an Regen gedacht und an Wasser. Und nicht an Sturm. Und was kommt? Ich habe gehört, dann kam auf einmal Platzregen. Also nicht nur Platzregen, sondern Flut. Halbe Flut, habe ich gehört. In Köln irgendwo am Sonntag. Was weiß ich. Sie sind alle untergegangen fast. Oder wie auch immer. Ich hoffe, die Keller waren leer oder blieben leer. Weil sowas ist ja auch nicht gerade so schön, wenn auf einmal so ein Platzregen, ein Sturmregen, ein was weiß ich kommt. Aber genauso wie mit dem Sturm, Leute. Der Potti in Hamm, der steht wieder. Der Potti, also nur mal so Informationen. Ich war letztens in Hamm, habe eine Freundin besucht. Und ich hatte ja, vor ein paar Wochen gab es ja so einen riesen Sturm. Ich weiß nicht mehr wann. Wo alles umgekippt ist, ein paar Bäume. Und wo ich auch so ein Video gemacht habe, so Sturm-Video da. Ne, natürlicher Sturm. Da sind dann halt so viele Bäume umgekippt und naja, hier habe ich ja natürlich, ist irgendwie vom Balkon der Nachbarn der Blumenpott runtergekommen. Das habe ich auch, da stand ich ja vom Balkon, also vor der Tür, der Tür da. Zäune sind umgekippt und was weiß ich und überhaupt. Und Autos wurden auch beschädigt, leider Gottes. Ja. Und dann war ich halt letzte Woche war ich in Hamm. Und da bin ich bei dem Potti, ich weiß nicht, wer den kennt. Also Leute, der Potti, also ich möchte mal ja kurz, ich mache jetzt mal Schleichwerbung, Leute. Der Potti, also das ist ein VW, also ein Autohändler, Laden, was weiß ich, so ein großes Ding. Das ist richtig riesen, da kriegst du da tolle, total tolle Autos, auch gebrauchte. Und die haben so ein geiles, ich finde, das ist ein tolles, geiles, Entschuldigung, ich möchte das mal erwähnt haben, so ein Maskottchen ist das, glaube ich, oder ein Werbeding, so auf jeden Fall steht der da und er steht wieder. Und ich meine, leider müssten jetzt mal die Schuhe wieder ein bisschen lackiert werden, weil durch den Sturm hatte er ja ein paar Schäden abgekriegt. Und das ist da, wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, oh, ich glaube, ich hole die schwarze Farbe und mache mir erstmal die Türchen wieder schwarz. Das war ja so, ach, das hat mich ein bisschen, ich habe da natürlich wieder dran gedacht. Ich denke ja immer sehr viel, meine Lieben, weil jeder denkt sowieso sehr viel, man hat ja so viele Gedanken. Und gestern auch, da habe ich gedacht, wenn du denkst, dann denkst du, wenn du denkst, du denkst, dann denkst, nein, denn den, ich, den denke ich, denn, wenn ich denk. Oder denke ich, denk, was ich denk, was auch immer. Also eigentlich so ein kleiner Zungenbrecher. So, ich meine, das ist ja auch ein Lied von Juliana Werding. Wenn du denkst, dann denkst du, oder denkst du, denkst du, denkst du, denkst du, irgendwie so. Also egal. Ey, das ist voll, ich finde das Lied auch gut. Das ist auch cool. Und das möchte ich auch mal erwähnen. Heute hat mich wieder Juliana Werding, ich meine,
Ich meine, Juliane Werding, hallo, hallo Juliane Werding, wenn du das jetzt mal siehst, was ich wahrscheinlich vermuten werde, dass es wahrscheinlich nicht wird, aber ich möchte mal sagen, ich vermisse dich, meine Liebe. Und naja, ich weiß, sie möchte im Hintergrund bleiben, aber ist egal. Ich habe hier CDs liegen, genauso wie von Nicole. Ich meine, ich habe so viele CDs, meine Lieben, und ich bin glücklich, dass ich die überhaupt habe und dass ich gerne Musik höre und dass ich mit dieser Musik auch aufgewachsen bin. Ich meine, das ist, ich meine, nicht nur, das ist, ich sag immer meine Kindermusik. Das war immer meine Kindermusik. Leute, ich bin nicht mit Kindermusik, also eine normale Kindermusik war halt Rolf Zuckowski für mich, ne? Ich meine, das war die Kindermusik für mich auch. Aber meine Kindermusik und meine Kinder-CDs oder was weiß ich, Liedermusik, ja, also für mich. Juliane Werding, Nicole, weiß ich auch nicht, Claudia Jung. Alles mögliche, alles eigentlich rundum von Schlager, Volksmusik. So, ja, weißt du? Ja, Marian und Michael zum Beispiel auch. Wovon ich auch ein Autogramm habe. Ja, ey, sogar eine Autogrammkarte fällt mir gerade ein. Und, wenn ich mich nicht irre, sogar eine CD. Aber die Schallplatte, die ist mir auch abhanden gekommen. Denn davon habe ich jetzt nur noch nicht mal die Hülle, sondern nur das Innenteil, wo die Lieder draufstehen, wo ein Autogramm drauf ist. Das habe ich letztens wiedergefunden, habe ich gedacht. Wer hat mir das gegeben? Wo habe ich das gehen lassen? Vielleicht von meiner Familie, von den Großeltern. Ich gebe es zu. Und da habe ich gedacht, wer hat diese Schallplatte geklaut? Naja, ist es halt so. Es ist so, dass einfach irgendwas verloren geht. Oder wie auch immer. Oder das gar nicht da drin war. Oder es ist ja auch bei, ich meine, jetzt hier. Leute, ich habe eine nicht eine Schallplatte, ich habe eine Kassette gefunden. Ich meine, Bibi und Tina habe ich auch gehört und sonst was. Elea Eluanda. Das ist eine. Boah, ich weiß nicht, wo die Hülle ist, Leute. Da ist die Hülle weg. Guck mal, entweder fehlt die Schallplatte oder die Hülle. Oder die Kassettenhülle. Und ich weiß aber, dass es eine super Kassette ist. Und ich weiß nicht mehr, wo ich die Kassetten habe. Und die Hülle. Und diese Kassette, die ist echt. Ich meine. Elea Eluanda. Das ist etwas für die Kinder, Leute. Ich meine, das ist auch ein bisschen jünger. Ich meine, nicht jünger, sondern auch schon älter. Aber ich meine, ich beschäftige mich immer mit meinem inneres Kind und mit meinen inneren Erwachsenen und seit neuestem mit meiner inneren Frau. So. Und ich habe halt auch vieles für mein inneres Kind hier. So. Und mein innerer Erwachsene. Erwachsener, der hat halt viele Ordner, ja, kann ich euch sagen, der hat viele Ordner für die Krankenversicherung, für die Rentenversicherung, für die Steuer, Finanzamt, für die Arbeitsverträge der Arbeitgeber und so weiter und so fort. Einen Ordner für die Wohnung, einen Ordner für die normalen Versicherungen, einen Ordner für die für das Konto, ein Ordner für was weiß ich, auf jeden Fall. Ordnerweise Kram für den Erwachsenen, also eigentlich auch für den inneren Erwachsenen, aber ich weiß nicht, ob das der innere Erwachsene dafür ist, dass er dafür immer zuständig ist, dass er alles sortiert und irgendwie unterschreibt oder irgendwie was damit macht. Was auch sehr richtig ist, damit man auch da, ne, in seiner Wohnung zum Beispiel leben kann und sich ernährt, wie auch immer. Aber das innere Kind, das spielt ein bisschen. Das ist immer so ein Spielkind. Das spielt mit dem Hund. Das kauft sich dann auch einfach mal Bendy. Ne? Und ich meine, hallo? Was soll's? Ey Leute, wenn mir Bendy gefällt oder Bibi Blocksberg, Leute, lasst mich doch. Ey Mann, das doch macht Spaß. Das macht Laune. Ich meine, hallo. Man muss nicht immer ständig irgendwelche, oh, so irgendwelche Sachen hören, wie, weiß ich nicht was, irgendwelche Vorträge zum Beispiel, keine Ahnung, Leute, irgendwas, was richtig wichtig ist, das muss man natürlich auch, aber keine 24 Stunden, Leute. Also das würde ich würde mir das nicht mehr, alte Leute, wenn ich das 24 Stunden machen würde, 24 Stunden arbeiten nur zum Beispiel, wirklich nur arbeiten, für die Arbeit sozusagen leben. Ja gut, ich habe mir das auch vor ein paar Jahren gewünscht, also ein arbeitsreiches Leben, aber langsam geht's noch. Ich habe mich ganz vergessen, ich habe das innere Kind vergessen, ich habe die innere Frau vergessen, den inneren Erwachsenen wahrscheinlich auch, weil nämlich
ich nur auf Arbeit eingestellt war. Mein Kopf hat nur gerannt. Ich will jetzt arbeiten. Ich will jetzt arbeiten. Den Job, nächsten Job, noch einen Job. Hey Leute, ich bin nicht reich davon geworden. Natürlich bin ich reich geworden. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Mein Gott, und auch so viele begleitet. Den einen mal vielleicht bis zur Geburt, den anderen bis zum Tod. Aber was soll's? Ich hatte meinen Spaß, ja. Ich hatte wirklich meinen Spaß. Und Leute, ich wurde immer geliebt, Leute, von den Leuten. Wirklich. Ich hatte immer meinen Spaß und ich habe die Leute immer zum Lachen gebracht. Und das ist mein Talent, würde ich mal sagen. Ich meine, ihr lacht euch bestimmt wahrscheinlich jetzt auch kaputt. Ich meine, jetzt 15 Minuten so ein Scheiß hier. Ich meine, es ist kein Scheiß, Leute. Es ist kein Scheiß. Es macht nicht Spaß. Und warum ich jetzt hier die ganze Zeit so rumlaufe? Ich meine, ihr könnt jetzt nicht sehen, was hier so rumsteht. Ich habe hier noch einen CD-Koffer, CD-Koffer stehen hier. Meine schöne, liebe CD-Sammlung. Die ich natürlich auch, ich meine, dort, wenn ich das so berechne, wie viele CDs ich habe und das dann in Zeit, die ich dann hören möchte, kann ich nur sagen, das kann ich gar nicht mehr in diesem Leben mehr nochmal hören. Glaube ich, zumindest. Ansonsten muss ich wirklich 120 werden, Leute. Ich muss 120 werden, damit ich diese Musik, die ich schon habe, nochmal hören kann. Und die neue, die noch dazu kommt. Weil, hallo? Na, ist ja auch halt. Das ist halbwegs egal und nicht, oder nicht, ey. Ich liebe die Musik. Ich meine, ich kann mal Kenny hören, dann mal Disco. Und jetzt habe ich letztens David Hasselhoff rausgeholt. Ey, das Beste ist, ich habe gedacht, ich habe die ABBA-CD, die ich gesucht habe. Ich habe ABBA-CD. Ich habe eine ABBA-CD, Leute. Ich habe ABBA gehört. Yo. Und wer jetzt nicht weiß, wer ABBA ist, Leute. Weil ja wahrscheinlich, Leute, es hören ja auch und gucken mich ja auch auf diesem Kanal ein paar Jugendliche oder Kinder. Man kann ja sagen, Kinder, was weiß ich. Das ist eine Band, die gab's mal, was weiß ich wann. Da war ich wahrscheinlich auch noch Kind oder noch nicht in der Brut. Was ich auch nicht weiß, ist aber auch halb. Das macht mich auch halb so heiß. Ich meine, Leute, aber da ist meine Mama und Papa aufgewachsen, da sind die Großeltern mit aufgewachsen, was weiß ich, keine Ahnung. Aber ist aber. Ah, genauso wie Juliane Werdig. Ich meine, da sind ja auch die anderen mit aufgewachsen. Und eigentlich, naja, ich meine, die Musik kam halt von den Eltern. Aber, da möchte ich mir auch mal sagen, ich meine nicht aber, sondern aber. Ich habe mir die selbst ausgesucht, Leute. Das ist alles meine ausgesuchtes. Denn meine Eltern hören mich jetzt gar nicht so viel. Ich meine, auch nicht Nicole. Das waren, also meine Mann, könnte ich mal kurz mal sagen. Die Eltern werden irgendwann mal eifersüchtig auf die Künstler, die man hört. Ob es die Kelly Family ist oder irgendjemand anderes. Oder die Pippi Langstrumpf. Weil wenn das Kind sich so viel mit diesen Materien auseinandersetzt, zum Beispiel, ist egal. Ob es Pippi Langstrumpf ist, Hani und Nani oder sonst was. Oder irgendwelche anderen Künstler. Es könnte mal sein, dass dann wirklich mal die Eltern eifersüchtig werden auf diese Sängerinnen, Sänger, was weiß ich, Künstler oder Moderatoren, Autoren, Filmdarsteller, wirklich, warum auch immer, ich verstehe es sowieso nicht, aber ich hoffe, Mama Mia, Entschuldigung, ich mache jetzt hier gleich mal eine Pause, wenn dieser Hund einfach, Käse macht, geht's denn noch, Junge, komm mal mit, du kommst jetzt mit, ich komm gleich wieder, Leute, kann doch noch ein paar Stunden dauern. Hallöchen, seid ihr noch da? Ich bin jetzt wieder da. Also, ich habe meinem Hund jetzt was zu futtern gegeben. Es hat ihn wohl den Hunger geplagt. Was auch immer. Was wollte ich denn sagen? Wo war ich denn stehen geblieben, Leute? Ich weiß es nicht mehr. Ach, bei der Eifersucht. Das ist auch so eine Sache. Das ist auch nur so ein Wort. Ich meine, hallo, wer ist denn eifersüchtig, neidisch oder sonst was? Ich bin so, wie ich bin. Auf wen soll ich eifersüchtig neidisch sein? Ich meine, hallo, man muss das erstmal bedenken. Man muss das erstmal bedenken. Ja, ich kann mal Beispiele.
ganz hohe Beispiele. Ich bedenke jetzt, wenn ich jetzt eifersüchtig sei auf... Soll ich denn wirklich dieses Beispiel nehmen? Doch, ich nehme das Beispiel. Angela Merkel. Wenn ich jetzt eifersüchtig und neidisch auf diese Frau wäre... Entschuldigung. Ich ziehe den Hut. Wirklich. Ich verneige mich. Die Frau ist... Für mich ist sie eine starke Frau. Eine starke Frau. Ich gehe jetzt davon aus... Leute, ich gehe davon aus, eine Frau. Ich sehe eine Frau und ich sehe nicht die Bundeskanzlerin, ich sehe die Frau. Und die Frau ist echt stark. So, das sehe ich nur so. Ich sehe das so, das ist meine Meinung und mehr nicht. So, da tue ich auch nichts mehr dazu und da braucht man auch gar nicht mehr eifersüchtig zu sein oder neidisch. Ehrlich. Und alles andere auch. Ich meine, wenn jetzt jemand sagt, so, oh, ich bin Superstar, warum soll ich so eifersüchtig und neidisch sein auf diese Person, die jetzt sagt, nicht nur jetzt bei dieser Sendung Superstar, sondern überhaupt. Ja? Das geht nicht. Also da denke ich mir mal, hallo, warum? Wer hat diese Wörter überhaupt? Eifersucht, neidisch oder Hass oder, wartet mal, vergleichen, beurteilen, bewerten. Wer hat diese Sachen überhaupt erfunden? Wer hat überhaupt das Wort erfunden? Das würde ich mir mal fragen. Aber wenn man diese Materie jetzt so mehr bedenkt, da kommt man noch mehr im Denken und kommt gar nicht mehr da raus. Deswegen lasse ich das. Das lasse ich wirklich bleiben. Ich habe das schon, seit meiner Kindheit habe ich mir da einen Kopf drum gemacht, Leute. Da denke ich mir auch, naja, ich hätte mal lieber Kind sein sollen und auch ein bisschen mehr auf die Bäume klettern. Dann wäre vielleicht Besseres aus mir geworden, vielleicht. Ja, das würde jetzt auch jemand sagen. Oh. Kommt hier schon wieder tolle Kommentare. Ja, ich gebe es zu. Ich kenne euch doch. Ich meine, ich kenne diese eine Seite und diese andere Seite. Und das ist negativ und positiv. Und eigentlich ist es beides positiv, weil ich es liebe. So. Oh, Seko hat noch was zu futtern gefunden. Es ist so eine komische Kaustange. Er ist fast ausgehungert wahrscheinlich. Weil mein Schatzi-Putzi, so wie ich ihn auch manchmal nenne, ist mein Hund, Seko, sehr, ich sag mal, kann man das sagen? Vermisst. Er vermisst. Ich meine, ich vermisse es ja auch. Ich vermisse meinen Schatzi. Ich meine, vermisst man die Zweisamkeit, wenn man nicht ganz zusammen wohnt? Oder besser gesagt, wenn man so viele Kilometer auseinander wohnt? Und mein Schatzi-Putzi, der, genau, Sehnsucht. Er hat Sehnsucht nach seinen Welpen, also nach seinen Kindern, kann man sagen. Weil mein Schatzi hat ja ein Welpe. Und der ist ja von Jacko und einer Hündin. Und ja, das passt halt immer. Ich meine, wenn wir da sind, dann isst mein Hund und wir essen eigentlich also sowieso, mein Schatzi auch. Dann kommen wir halt zu unserem Essen sozusagen. Also zu den Mahlzeiten. Wir essen halt zusammen und das ist auch schön so. Und wenn man alleine ist, dann vergisst man vielleicht manchmal das Essen oder man isst halt nicht so zu gewissen Uhrzeiten, die man zusammen essen würde. So, oder zusammen isst sowieso. Das ist mir sozusagen aufgefallen. Aber ich esse natürlich täglich auch meine drei oder meine kleinen Mahlzeiten, das können auch fünf sein, und trinke viel Wasser. Ja, aber das ist mir jetzt auch aufgefallen, Leute, wenn wir schon mal dabei sind, ich meine... Mein Lieblingsthema, Wasser. Prost. Ich trinke noch mal kurz was hier hinten in der Ecke. Jetzt, wo es mich gerade so kühler wird draußen, habe ich das Gefühl, ich trockne aus, wo ich schon die ganze Zeit das Gleiche trinke. Also ich trinke jeden Tag mindestens 2 bis 3 Liter. Zumindest meiner Meinung. Vielleicht trinken wir mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, ganz drauf an, wie das Wetter ist und, naja, aber eigentlich, ich könnte mal sagen, ich trinke genügend, sonst würde ich ja nicht so viel denken können. Ich meine, sonst hätte ich Kopfschmerzen zum Beispiel nicht mehr. Zumindest ist das so früher gewesen. Wenn, zu früher, ich habe das mich ganz, ganz an eigenen Leib sozusagen getestet, wie das alles so funktioniert, wenn man weniger trinkt und isst oder überhaupt nichts trinkt. So, ich trinke auch mal was. Woher ein Kopfschmerz kommt oder ein Kopfdruck. Entweder wenn man sich aufregt, wenn man zu wenig trinkt oder zu wenig isst. Zu falschen Zeiten vielleicht auch oder überhaupt nicht.
dann ist der Kopf, der tut dann auch weh und dann kommen noch die anderen Organe, die dann auch irgendwann mal irgendwann schwächeln. Ja. Aber ja, ich habe alles durchgestanden. Ich meine nicht so durchgestanden. Ich habe alle meine Tests, die ich durchgeführt habe, sogar schon als Kind, vollkommen interessanterweise mit meinem Denken auch darüber, was denn jetzt wohl besser sei. Ja, bin ich eigentlich ganz gut, guter Dinge mit dem Ganzen. Auch mit dem ganzen Lernwissen und mit den ganzen anderen Sachen. Also ich finde mich gut, so wie ich bin, Leute. Ich liebe mich sowieso. Was wollte ich noch sagen? Ja, und ich gebe immer gerne Tipps. Also nicht nur Tipps, sondern ich höre auch gerne zu, Leute. Ich höre euch zu. Nicht nur euch, sondern auch andere. Ich habe so viel schon gemacht. Glaubt mir sowieso keiner. Es glaubt mir die ganze Zeit schon keiner. Ich meine, ich fühle mich schon seit irgendwann, wann habe ich irgendwann gesagt, zu meinen, irgendwann habe ich damit angefangen, habe ich gesagt, hat mich ja mal immer gefragt, wie alt bist du denn? Da habe ich gesagt, 120. 120. Bin aber vielleicht, was weiß ich, wie alt ich da war. Und sehe aus wie 18 oder was weiß ich, wie alt. Also eigentlich mal, man konnte, ich mal Beispiel. Ich war 24 oder 25 so. Werde ich gefragt, wie alt bist du denn? Ja, 120. Nee. Du siehst, und dann sage ich, vorher sag ich immer, schätz doch mal, wie alt ich bin. Da war ich 24. 18 vielleicht? Wow. Und dann sage ich so, ich bin 120. Sehe aus wie 18, aber bin 24. Damals. Heute sage ich immer noch, ich bin 120. Wie du mich siehst, ob ich jetzt 18 aussehe oder 30 oder 40 oder doch 20, das ist deine Entscheidung. Aber ich fühle mich manchmal wie 120 mit meinen ganzen Gedanken, Wissen, wie auch immer. Und trotz alledem fühle ich mich bei diesen Gedanken, dass ich 120 bin, immer noch wie, da kann man sagen, 24. Oder 18. Manchmal fühle ich auch mich wie 14, wo ich dann aber auch bedenke, ey, hallo, das ist auch so ein Gedanken zu mir. So, ich fühle mich wie 14, Leute, aber habe das Wissen von einer 120-Jährigen. Und in Wirklichkeit bin ich, also in diesem Leben, jetzt so sowieso, 34, Leute. Ja, und das Beste ist, nicht nur das Beste, Leute, ja, ich weiß. Ich weiß, es gibt so viele, die da draußen probieren und sagen, boah, die ist doch in mein Alter. Die sieht aber aus und nicht so aus. Die hat ja was weiß ich was und überhaupt. Ja, wie auch immer, das sind deine Gedanken, deine Kommentare. Das gehört alles dir, Leute. Das gehört dir. Ich schicke dir Licht und Liebe und das habe ich schon früher gemacht. Das habe ich schon als Kind gemacht, als Kind, wo ich in den Dreck geschmissen worden bin von meinen Mitschülern oder sonst was. Oder habe ich immer gedacht, ah, ich schicke dir Licht und Liebe und was du gerade für Triebe hast oder was weiß ich, meine, was du für einen Hass oder was Neid oder andere Gefühle oder was auch immer zu Hause bei dir passiert ist. Das kann ich nicht sagen, das kann ich euch nicht helfen, Leute. Das müsst ihr selbst mit euch klären, Mensch. Und nicht mit mir. Aber naja, ich habe ja gesagt, ich habe es immer gerne gemacht. Ich war die goldene Mitte und bin es immer noch. Ich meine, wenn ich das bedenke, so hallo, hallo, hallo. Ich meine, das war ich immer. Und ich stand immer zwischen zwei Stühlen. Das ist das Negative und das Positive. Und ich bin das Positive. So. So sehe ich mich halt. Mann. Hat da jemand ein Problem mit? Der soll jetzt einfach gehen, Leute. Ihr braucht ja nicht den Kanal gucken. Oh. Also wer das hier guckt, der ist selber durchgeknallt. So. Weil es kam mir jetzt gerade so. Entschuldigung, nein. Ihr seid alle super, ihr seid alle lieb und nett. Und mein Hund ist gerade auch ganz nett. Ich drehe gerade meine Augen. Wir sind alle verbunden miteinander. Wir sind alle verbunden. Wir sind eine Materie, meine Lieben. Wir sind alle verwandt. Und das habe ich schon mit 14 gesagt. Und keiner, und ich meine, das habe ich schon als Kind, als kleines Kind, 4 Jahre oder was weiß ich, 5 war ich da oder keine Ahnung. Habe ich gedacht, habe ich mir den Kopf gemacht, Leute, warum gibt es überhaupt Krieg? Wieso gibt es das? Warum streitet ihr euch? Ihr seid doch alle verwandt. Ich meine, weiß ich auch nicht. Ich meine, das war der Kosovo-Krieg. Hallo, junge Mann. Was soll das Gejaule? Warum gehst du? Warum fällst du mir ins Wort? Zip.
Ich komme gleich wieder. So, ich muss meinen Hund erstmal beruhigen. Der hat so einen Hunger, der will noch mehr. Mehr Wasser, mehr trinken, mehr Hunger, mehr Futter. Das ist gut. Es geht nicht mehr mit dir los. Warum jaust du mir was vor? Wolltest du noch hier Weihnachtsgebäck von? Ich hätte noch Weihnachtsgebäck da. Hier kriegst du ein paar Sterne. Oh, geht nicht raus. Mach du Sterne fressen bitte. So, hast du Güte. Geht's dir jetzt gut? Jetzt lass mich in Ruhe. Also, ich habe jetzt gerade meinem Hund Sternchen gegeben. Weihnachtssterne, so. Weil ich ihn so lieber. Also, mal zu meinen Gedanken mit als 14-Jährige, wo der Kosovo-Krieg war. Gibt ja sowieso noch immer noch überall irgendwo Krieg. Sogar in Kindergartenschule, was weiß ich, wo ihr überall Mobbing oder sonst was betreibt. Es ist Krieg für mich, so. Da saß ich dann irgendwo. In dem Haus meiner Eltern, wahrscheinlich auch in meinem Zimmer, sowieso. Und habe darüber nachgedacht. Wieso gibt es das? Warum macht ihr das? Und so weiter und so fort. Und dann kam mir einfach, wir sind alle verwandt. Wir sind doch alle verwandt. Hallo, das ist Fleisch. Also ich meine, das ist, na irgendwie, man kann es nennen, wie man möchte, was man an Haut, Fleisch, wie auch immer. Es ist Haut, Blut. Du hast Blut, du hast die gleichen Organe. Jeder hat ein Herz, jeder hat ein Gesicht, jeder hat Augen, Ohren, Mund, was auch immer. Jeder sieht gleich aus, meiner Meinung. Der ist gleich. So. Der eine sieht ein bisschen anders aus, er hat eine schiefe Nase, was weiß ich. Große Nase, kleine Nase, was weiß ich, die Augen, was weiß ich. Zwei verschiedene Augen, keine Ahnung, ist mir egal. Haarfarbe ist auch alles verschieden, Hautfarbe ist auch ein bisschen verschieden. Aber eigentlich ist alles normal. Gleich, gleich, gleich. Alles normal, verwandt. Verbunden, Verbundenheit. Totale Verbundenheit. Und ich habe dann auch noch, mit 14 habe ich angefangen, alles zu vergleichen. Ich habe gedacht, oh, ich muss jetzt mal erstmal die Claudia Jung mit der Nicole vergleichen. Wer sieht denn schöner aus? Wer ist denn besser von den beiden? Und überhaupt, wer singt überhaupt besser? Welche Stimme hört sich besser an? Hä? Die Lieder sind doch alle gleich schön. Ich meine, das ist alles gleich. Genauso wie, oh, du kannst ja auch mal, fang mal an, die ganzen, nicht die Schauspieler, sondern fang jetzt mal an, wenn ich jetzt dabei bin, Leute, kurz und knapp mache ich das mal, kurz und knapp, ich bin dabei. Fang mal an, die Models und die Schauspieler oder sonst was zu vergleichen. Also ich habe ja die Frauen eher verglichen, weil ich ja eine Frau bin. Ich meine, ich hätte auch mal die Männer vergleichen sollen können. Das habe ich wahrscheinlich bei den Kellys gemacht, wo ich dann gedacht habe, aber die sehen ja alle sowieso gleich aus, weil sie hatten alle gleich lange Haare. So, also... Und sie waren ja sowieso auch verwandt. Ich meine, sie ist keine Family, ne? Es ist ja eine ganze Familie. Und trotz alledem, ne? Es kam mir halt so über. So, jetzt habe ich jetzt hier so eine lange Breite gemacht, ne? Und habe wieder mal ein langes Video. Und wenn ich jetzt mal anfange, hallo, wenn ich jetzt mal anfange, kann ich gar nicht mehr aufhören. Tut mir auch leid, ey, Leute. Tut mir leid. Bei mir ist halt so viel drin im Kopf, da muss man raus. Und wenn ich mich mit euch unterhalte, dann ist es halt so. Ich kann mich auch mit jemand anderes unterhalten. Ich meine, ich kann... Ich habe mit einer Freundin nicht telefoniert, sondern ich habe mit ihr draußen, ich meine, ich war mit ihr war beim Treffen, weil ich habe immer jeden Monat mit meinen Mädels, ne, Mädelsabend, mit einer Freundin, ne, also die anderen waren alle schon weg und wir standen draußen und es war ja noch kälter draußen, also das ist schon ein Monat her. Wir standen draußen in der Kälte und haben, glaube ich, 2 Stunden noch draußen geredet und unsere Füße froren schon an den Straßen ein und sonst was. Es war sehr lustig, Leute. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt mit deiner Freundin. Und wir haben uns auch kaputt gelacht zwischendurch. Und irgendwann haben wir gesagt, ey, ist jetzt Zeit. Also wir mussten auch dann kratzen. Es war schon über nach Mitternacht. Es war schon 1 Uhr oder so. Und wir mussten unsere Autos aufkratzen, weil es gefroren hat. Und ich hatte Eisfüße, Eishände und sie auch. Und wir haben dann irgendwann gesagt, jetzt müssen wir aber aufhören. Ich meine, es war so lustig. Also weil... Wir hätten ja auch irgendwo anders hingehen können. Aber eigentlich wollten wir ja nach Hause und wir waren dann die ganze Zeit am Reden. So. Wir konnten gar nicht mehr aufhören, tut mir leid. Also wenn ich mal mit einer Freundin rede, na Leute, dann geht's, könnte es ein bisschen länger dauern. Und das Beste ist dann wirklich, nach Michael ist ja schon wieder kaputt. Wir kommen von einem Thema zum anderen und natürlich machen ein paar Scherzchen dabei zwischendurch und sonstige Sachen. Und wir vergessen halt einfach die Zeit, Leute. Wir vergessen die Zeit. Und irgendwann gucken wir auf Uhr, oder nicht nur auf Uhr, ich meine...
Ich fand es eigentlich gut, dass wir draußen geredet haben. Ich glaube, sonst hätten wir bis 5 Uhr morgens noch gequatscht. Oder sonst was, wenn wir irgendwo drinnen schön Tee oder sonst was getrunken haben oder getrunken hätten mit Wolldecke oder sonst was. Ah, ich habe gedacht, wo das dann zu Ende war, wo wir uns zu Ende gemacht haben, habe ich gesagt so. Und mir auch gedacht, danke schön, dass wir das draußen gemacht haben, sonst hätten wir vielleicht die ganze Nacht gequatscht, Leute. Und am nächsten Tag hätte vielleicht, nicht nur hätte, sondern ich glaube, sie hat musste zur Arbeit und so. Und keine Ahnung, auf jeden Fall hat man ja auch seine Sachen, die man machen darf, kann, am nächsten Tag oder morgen. Es war auf jeden Fall sehr interessant, Leute. Das wollte ich euch mal erzählt haben, weil ich habe so Kommentare bekommen in den letzten Wochen. Ich sei ja so alleine, die Frau. Ich bin so alleine. Ich habe ja keine Freunde. Ich weiß ja gar nicht. Naja, ich sag ja mal, nicht ich sage ja immer, ich sag das jetzt seit dem Lied, was Nicole mal gesungen hat und geschrieben hat. Oder weiß nicht, ich glaube, sie hat es selber geschrieben. Du kennst nur meinen Namen, mein Gesicht, aber meine Seele kennst du nicht. So. Das heißt auch, du kennst nur meinen Namen, glaube ich. Muss ich nochmal nachgucken, aber ich denke doch wirklich, ich weiß nicht mehr, auf welches Album das war. Doch, ich glaube schon, es war auf Begleite mich. Wenn ich mich nicht irre, ich muss ja auch mal meine gelernten Sachen, ich meine überhaupt, es ist ja nur eine Wiederholung, wenn man auch mal alles nochmal durchliest und so, genauso wie Mathematik, wenn man jetzt hier die Primien und was weiß ich, Q mal Pi und was weiß ich was durchnimmt, muss ja, ich meine, das kann ich jetzt auch nicht auf Anhieb, da müsste man nochmal durchlesen und dann rechnen. Weil, Leute, man braucht das auch nicht, den Kreis die ganze Zeit zu berechnen oder sonst was. Das braucht man in der Schule natürlich, wenn man das in dem Lehrplan hat, wie immer, ne? Ey, die ganzen schönen Lehrpläne, die ich auch immer als Kind schon gedacht habe, was für ein Lehrplan, Leute, ich möchte jetzt was lernen und das möchte ich lernen und nicht, naja, ist egal. Aber das stand auf dem Lehrplan, also musste man nach dem Lehrplan gehen. Danke, meine liebe Lehrerin, die mag ich auch immer noch. Ich meine, das ist so, ich liebe sie. Ja, ich hab mich auch meine Lehrerin ein bisschen verknallt, tut mir leid. Die fand ich auch so toll. Ich meine, sie sah auch immer so schön aus. Sie sieht auch immer noch schön aus. Aber man, ich meine, die ganzen Lehrerinnen, ich meine, die haben sie auch alle verändert. Genauso, das ist immer. Jeder verändert sich auf seine Art und Weise. Aber es war immer, ich möchte mal sagen, es war meine schönste Schulzeit. Ich hatte immer viel Spaß mit meinen Lehrerinnen und Lehrern. Ja. Meine Musiklehrer. Überhaupt, ich habe ja schon früh angefangen zu singen. Schon im Chor, im Kinderchor, in der Schulchor und im Kinderland. Auch wenn es schief war, Leute, man muss ja auch anfangen. Irgendwann muss man ja anfangen. Man kann ja nicht sagen, so ja, nur weil du noch nicht gesungen hast oder weil deine Stimme schief ist, sagt man ja, du kannst nicht singen. Ja, wenn du nicht anfängst, weil du dann nur sprichst oder gar nichts machst, dann kannst du auch nicht sowieso nie singen. So. Dann kannst du auch nie lernen, irgendeinen Ton zu treffen oder zu, was weiß ich, rauszubringen. Ne? Nur mal so zur Information. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen. Irgendwann im Kindergarten. Und das Lieblingslied von, das Lieblingslied Kindergarten, Schule, Grundschule. Januar, Februar, März, April. Jo. Ja, das geht ja auch so einfach, Mensch. Das kann auch jeder singen. Ich meine, das kann auch jedes Kind singen. Ich meine, ob das dann ein bisschen schief ist, das ist doch scheißegal. Entschuldigung, das wollte ich mal sagen. Oder ein bisschen anders. Ich meine, man kann ja auch mal gucken, was für eine Stimme man noch kriegt. Wenn man sie ein bisschen verstimmt, oder auch ein bisschen schief. Ich meine, ich liebe schief singen, Leute. Wenn man sich das auch mal anhört, die Leute. Ich meine, Daniel Kübelbeck, Leute. Mann, der war doch mal krasse. Ja, das ist doch nicht schlimm, wenn man dann so singt, Leute. Das ist doch kack, kack, kack. Mein Gott. Und die anderen Stimmen, es gibt auch super Stimmen, Leute. Es gibt so super tolle Stimmen. Ich meine, die singen dann auch nicht schief. Leute, die sind ja auch ganz, ne? Die singen ja nicht schief. Nein, das dürfen die auch gar nicht, Mensch. Mama mia, das geht nicht. Na, aber das ist doch wunderbar, Mensch, wie du singst oder nicht oder wie du klingst, Mama mia. Ach Gott, ich bin total in einer schönen Stimme. Ja, nochmal dazu.
Ich komme auch mal ein bisschen anders. Jawohl. Ich habe auch früher den. Früher habe ich versucht, als Kind Kermit den Frosch nachzumachen. Nee, das war nicht Kermit der Frosch. Das war jetzt der Dagobert Duck oder so. Aber den habe ich auch als Kind diesen Kermit. Kennt ihr den Kermit nach den Kermit den Frosch? Den Kermit. Und das bisschen, Leute, was ich auch gerne geguckt habe, das war aber nicht in der Kindheit. Der Maulwurf. Der Maulwurf. Oh, nicht die Barbie. Oh ja. Nicht die Barbie. Das ist so toll. Ja, das gibt es übrigens auch auf YouTube zu gucken. Aber ich habe das jetzt damals. Nicht damals, das ist ein paar Jährchen nur her. Psst. Ein paar Jährchen her. Da habe ich das im Fernsehen geguckt. Und da habe ich dann immer Spaß gemacht. Nicht die Barbie. Ich kann das gar nicht so nachmachen. Nicht die Barbie. Ich habe keine Barbie mehr. Oh, schade. Ich hier so. Nicht die Barbie. So, jetzt, jetzt gehe ich mit meinem Hund. Der hat ja jetzt gut gefressen. Und werde das Video hochladen. Was das schön ist. Weil ich mich hier gut unterhalten habe mit euch. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch nur gut gehen. Ich muss jetzt auch gehen. Tschüss.